In 11 Minuten startet mein Facebook Live und das sind die längsten 11 Minuten, die man immer so am Tag erlebt, finde ich, wenn man auf etwas wartet, dass etwas losgeht, gerade so Live-Geschichten. Es dauert immer ewig, das kenne ich aus meinem Job immer. Auch wenn ich auftrete auf Bühnen bei Kongressen oder auch in Live-Sendungen haben, die letzten Minuten, die ziehen sich wie Kaugummi. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um mal einen wichtigen Punkt mit euch anzusprechen oder für euch anzusprechen. Wenn ich Medientraining mache, habe ich ganz häufig, aber auch Präsentationstraining, habe ich ganz häufig Menschen, die mir sagen, Markus, ich bin sehr aufgeregt, bevor es losgeht. Das steigt dann so an und wenn es dann losgeht, dann habe ich ganz nasse Hände oder dann zittern tatsächlich meine Hände und meine Stimme zittert. Und dann fühle ich mich ganz schlecht. Und dann würde ich die am liebsten immer in den Arm nehmen und knuddeln. Das mache ich nicht. Stattdessen erzähle ich Ihnen, dass Sie in absolut bester Gesellschaft sind, weil es uns allen so geht. Und wenn ich sage allen, dann meine ich tatsächlich allen. Dann meine ich auch mich. Auch ich, 10 Minuten oder jetzt 9 Minuten vor einem Facebook Live, habe einen erhöhten Herzschlag. Ich bin ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, mir ist ein bisschen übel. Das gehört einfach dazu. Und ich meine, jetzt überlegt mal, ich mache meinen Job, vor der Kamera rumzuturnen, seit 175 Jahren. Ich glaube, das gab noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nein, so lange ist es nicht, aber es sind echt schon 30 Jahre. Und danach oder in dieser langen Zeit hat es nie aufgehört, dass ich aufgeregt bin. Deswegen ist die erste wichtige Erkenntnis, es geht allen so, es geht auch den Profis so. Was kann man dagegen tun? Also erstmal ist überhaupt anzunehmen und zu sagen, okay, ich kämpfe nicht gegen an, das ist etwas, was zum Prozess dazugehört. Wohl wissentlich, dass das Ganze auch ganz schnell abebbt. Kaum habe ich angefangen, na, so 2 Minuten, 3 Minuten oder sowas. Bei den meisten ebbt es dann ab und dann wird es auch normal. Manchmal geht es dann nochmal bei so einem, wenn es eine kleine Hürde gibt oder sowas, nochmal so schlagartig im Peak hoch, aber das ist eher selten. Darauf kann man sich auch verlassen. Das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp: Man kann mit dem Körper was machen. Und zwar eine ganz einfache Übung. Ich stelle mich hin und fasse sozusagen, ich recke mich zum Himmel. Das ist so eine Siegerpose. Ich mache das mal. Boah, es gibt mir hier die. Könnt ihr sehen? So, ganz hoch. Es hat sogar geknackt eben. Dabei tief einatmen. Und wenn ihr euch hinsetzt oder wenn ihr dann die Arme wieder runter habt, ihr merkt das sofort, ihr seid viel freier hier oben. Man lächelt automatisch, wenn man sich irgendwie so ein bisschen albern vorkam. Und man ist einfach in einem besseren Zustand. Das habe ich jetzt nur ganz kurz gemacht. Das kann man 30 Sekunden machen. Man kann auf die Zehenspitzen gehen und noch so ein bisschen richtig nach oben gehen, sich richtig dehnen und strecken. Das hilft tatsächlich eben auch gegen das Lampenfieber. Also nochmal ein guter Punkt. Naja, und der wichtigste Punkt ist natürlich, dass wir gut vorbereitet sind. Aber da gehe ich mal von aus, dass wir das eigentlich wissen und dass wir das auch machen. Ja, und dann geht man mit Freude in seinen Job rein, egal ob das jetzt eine Live-Präsentation ist hier bei Facebook oder ob das vielleicht eine Bühnenmoderation ist, ob ihr ins Fernsehen müsst, ob ihr interviewt oder interviewt werdet, vollkommen egal. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal daran denkt und sagt, so, hä, was hat denn der Markus nochmal gesagt? Ah, so ging die Übung und es ist auch alles gar nicht so schlimm und dann komme ich da schon durch. Genau. Viele haben ja Angst vor dem Blackout. Das ist auch etwas, was mir sofort immer erzählt wird. Was passiert denn, wenn ich einen Blackout habe? Und dann kann ich nur aus meiner Erfahrung berichten, ich kenne kaum Menschen, die tatsächlich jemals in so einer öffentlichen Situation einen Blackout gehabt haben. Gibt es ganz, ganz selten. Also warum soll ich mich eigentlich auf eine Situation vorbereiten? Oder warum soll ich mich von einer Situation so kirre machen lassen, die wahrscheinlich nicht eintritt. Das wäre so, als würde man die ganze Zeit irgendwie drüber nachdenken, wie aufgeregt würde ich im Lotto gewinnen. Tritt wahrscheinlich auch nicht ein. Und deswegen macht man sich da eigentlich auch keine Gedanken drüber. Ähnlich ist das bei dem Thema Blackout. Es ist so manchmal so ein Schalter, der im Kopf umgedreht werden muss. So, jetzt haben wir 53, das heißt, in 7 Minuten geht's los. Ich habe schon alles aufgebaut, ich kann es euch noch mal einmal zeigen. So sieht es jetzt hinter mir aus. Ich bin ewig nicht auf Facebook Live gewesen und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das noch kann oder ob mich nicht gleich irgendwelche Probleme erwarten. Naja, ich werde berichten und wünsche euch jetzt, nein, ich wünsche mir, dass ihr vielleicht gleich dabei seid bei Facebook Live. 17 Uhr geht's los.